Ich wollte nochmal reingehen in die Reaction erhol, Anzeigen, Vorwürfe und Entschuldigung. Statement. Gehen wir mal rein. Hallo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zum finalen Statement zu Ahole. 4 Wochen sind vergangen, 4 Folgen sind online. Und an erster Stelle vielen, vielen Dank für euer wahnsinniges Feedback. Ich habe sehr viele positive Kommentare gelesen, auch ein paar kritische. Und zu denen möchte ich heute mal Stellung beziehen. Aber zuerst das Positive, denn mittlerweile haben sich auch die betroffenen Influencer bei mir gemeldet und haben sich auch zur Thematik geäußert. Zum Beispiel Calvin Klein und Melody Hase. Die waren bei mir in der Join-Sendung Marvin Undercover zu Gast und haben sich meinen Fragen und meiner Kritik gestellt. Und mit Calvin habe ich sogar noch mal ein separates Interview auf meinem Zweitkanal hochgeladen. Habt ihr da direkt da irgendwie rausgehauen, ey, geiler Film, so, check den ab. War natürlich mega scheiße, so. So, aber warum soll ich denn auf dich sauer sein, so, weil du Sachen aufdeckst? Das ist eigentlich schon was Gutes, so, weißt du, ich meine? Unter dem Interview mit Calvin habe ich aber auch hin und wieder mal den Kommentar gelesen, warum ich ihm denn jetzt noch eine Plattform biete, obwohl er den Test nicht bestanden hat. Und ich finde schon, dass man sich die zweite Seite auch anhören muss. Und ich finde auch, dass das zur journalistischen Sorgfaltspflicht gehört, dass, wenn man jemanden kritisiert, sich auch zumindest deren Argumente anhören sollte. Und deswegen habe ich jeden der betroffenen Influencer. Naja, ändert ja nichts daran, dass, wenn das nicht aufgeflogen wäre, die Leute ohne Gnade, ohne schlechtes Gewissen für einen Film geworben hätten, der ganz offensichtlich eine absolute Verarsche ist. Das ist halt das, wo man sich dann am Ende des Tages die Frage stellen muss. Natürlich ist es schön, zwei Seiten zu hören, und natürlich ist es auch okay, die zweite Seite sich anzuhören. Und in vielen Fällen ist eine Entschuldigung, wenn sie vom Herzen kommt, auch wichtig und richtig. Aber wenn das nicht ein Ding von Marvin gewesen wäre, hätte nicht jeder von denen, aber der Großteil von diesen, hätte für diesen Film ohne schlechtes Gewissen geworben, für die Kneten, obwohl sie wussten, dass dieser Film zum Einschlafen ist. Sie hätten halt eine Story gemacht und hätten gesagt, yo, super Film, check den unbedingt aus, obwohl sie ganz genau wussten, dass der zum Einschlafen ist und eine Dreiviertelstunde Abspann hat. Weiß ich nicht. Influencer bei mir in die Sendung eingeladen und bislang haben es halt nur Melody und Calvin angenommen. Doch nicht alle Influencerinnen und Influencer haben diesen Test so positiv aufgegriffen wie Melody und Calvin. Ganz im Gegenteil, 2 Influencerinnen haben mir jetzt sogar mit dem Anwalt gedroht. Die eine hat das privat getan, indem sie mir eine Nachricht geschrieben hat. Da könnt ihr doch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wer das war. Und die andere wiederum, die hat das sogar öffentlich getan. Ich habe keine Einverständnis dafür. Die Alte ist so bodenlos. Also, wer ihn angezeigt hat, meine persönliche Vermutung ist Alina Bachmann. Das würde zumindest von dem, wie man sie kennt, passen. Ob es jetzt so ist, weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, in welcher Welt die hier lebt. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, die tut zwar auf Erwachsenen, aber vom Alter ist sie so wie ihre Mund-Zahnspangen-Niveau, also Zahnspangenalter. Dafür gegeben, dass in diesem Rahmen Filmmaterial genutzt werden kann. Ich lasse das jetzt meinen Medienanwalt prüfen und ich sage dir, Ultimatum, 0,0 sind diese Sendungen, sind diese Folgen, wo ich zu sehen bin, wo meine Stimme zu hören ist, raus. Oder? Die argumentiert und redet wie eine Drittklässlerin. Oder, sagt mal ganz ehrlich, ist nicht böse gemeint, aber die ist völlig verloren und an der Realität vorbeigeschlittert. Man könnte meinen, dass sie jetzt Marvin prankt. Das kann sie ja nicht ernst meinen. Oder wir hören uns auf einem ganz anderen Wege. Creamy Style, Motherfucker. Ey! Also, wie unsympathisch willst du sein? Christine Oak? Ja. Ich brauche sie gar nicht beleidigen oder schlecht reden. Das macht sie schon von ganz alleine. Das ist das. Ihr müsst euch das ja vorstellen. Jemand, der so eine Story aufnimmt. Verständnis dafür gegeben, dass in diesem Rahmen Filmmaterial genutzt werden kann. Ich lasse das jetzt meinen Medienanwalt prüfen. Und ich sage dir, Ultimatum. 0,0 sind diese Sendungen, sind diese Folgen. 0,0, ja, 0, nichts meinst du, aber... Wo ich zu sehen bin, wo meine Stimme zu hören ist, raus. Oder wir hören uns auf einem ganz anderen Wege. Creamy Style, Motherfucker. Du musst dir vorstellen, okay, sie hat gewisse auch Easter Eggs in diesem Video eingebaut. Dazu kommen wir gleich. Eine Person des öffentlichen Lebens, die Instagram Stories macht, die so eine Instagram Story aufnimmt, checkt diese nochmal. Hört sich das an? Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Habe ich irgendwo etwas gesagt, was nicht passt? Lieber Chat, ihr müsst euch vorstellen, sie hat sich das angeguckt und hat sich gedacht, dem habe ich es ordentlich gegeben, genehmigt, das lade ich so hoch. Und sie hat uns einen kleinen Easter Egg eingebaut, den ich auch gerade gelöst habe. Sie hat ihren IQ mit eingebaut in diesem Video, ganz versteckt. Mir ist aber aufgefallen, 0,0. Ey, ihr Amateure, auf YouTube auch, ne? Nicht vergessen.
YouTube auch raus. Sammelt jetzt noch eure Klicks. Schon 1 Million. Auf unseren Nacken. Wegen uns. Fühl dich nicht. Wegen uns. Aber raus. Ja. Ja. Ja, ja, genau. Wegen uns. Da fehlt was. Jetzt könnte ich sie ein wenig mehr ernst nehmen. Was sagt ihr? Ey, ihr Amateure. Auf YouTube auch, ne? Nicht vergessen. YouTube auch raus. Sammelt jetzt noch eure Klicks. Schon 1 Million. Auf unseren Nacken. Wegen uns. Fühl dich nicht. Wegen uns. Aber raus. Ich gebe dir ein paar Tage Zeit. Christino Parra. Ich gebe dir ein paar weise Worte mit. Vom Onkel Monte, der schon ein bisschen länger im Business drin ist als du. Hör mal zu. Es gibt gewisse Situationen im Leben, wo man auch respektieren muss und akzeptieren muss, dass man verloren hat. Dass man ins Fettnäpfchen getreten ist. Und bei dir ist die Niederlage ganz offensichtlich. Die ist so klar wie Kloßbrühe. Die ist so klar wie Glasreiniger. Die ist so klar wie Plexiglas, die Situation bei dir. Verstehst du? Du bist vollkommen ins Fettnäpfchen getreten. Du hast für einen Film Werbung gemacht, der absolut bodenlos war. Und anstatt, dass du einfach die Schnauze hältst und sagst, ey, sorry, tut mir leid, kommt nicht mehr vor. Ich werde in Zukunft meine Handlung, mein Verhalten überdenken. Das soll in keinster Art und Weise in Zukunft nochmal passieren. Was auch schon in der Situation vielleicht etwas schwierig ist. Stattdessen setzt du dir die Clownsnase auf, raffst einfach komplett gar nichts. Also die Realität schlittert komplett an dir vorbei. Der einzige Grund, warum du gerade relevant bist, ist, weil du dich zum Dämlichen lächerlich gemacht hast. Weil jeder über dich lacht. Und die Leute, die dir Support zusprechen, sind noch verblendeter als du. Es gibt ein Wort, Selbstreflexion. Das kann man sich nicht kaufen, verstehst du? Dafür kannst du keine Produktplatzierung machen. Die muss von ganz alleine bei dir stattfinden. Mal mehr, mal weniger. Aber wenn du in dieser Situation noch nicht mal wahrnimmst, dass du diejenige bist, die eine dumme Handlung begangen hat, die sich absolut lächerlich im Internet macht, dann ist das Internet vielleicht der falsche Ort für dich, okay? Ich habe auch schon, ey, ich bin... Meine Weste ist nicht blütenrein. Ich habe auch schon viel Mist gemacht. Und mit Sicherheit habe ich auch schon Situationen gehabt, wo ich nicht sofort selbst reflektiert habe. Aber ich sag dir, als Onkel Monty, als etwas weiserer Mann, der schon länger in dem Business ist, man muss sich eine Niederlage auch eingestehen, wenn es soweit ist. Und bei dir war es schon vor keine Ahnung wie langer Zeit. Mit dem Kram nimmt dich keiner mehr ernst. Damit hast du dir den Ruf für die nächsten 1,5 Jahre kaputt gemacht. Jede halbwegs seriöse Firma wird deinen Namen bei Google eingeben und es wird das kommen und keiner hat mehr Bock mit dir zu arbeiten. Du hast dir selber 3 Stolpersteine für deine Zukunft gestellt. Damit. Hättest du nur gesagt, ey, tut mir leid, war ein Fehler, kommt nicht mehr vor, dann hätte vielleicht ein halbes Jahr niemand mehr mit dir zusammenarbeiten wollen. Seriös. Aber damit hast du dir einfach selber die Zukunft für 1,5 Jahre, 2 Jahre kaputt gemacht. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Wegen uns, aber raus. Ich gebe dir ein paar Tage Zeit. Irgendwie finde ich das komisch, denn genau 2 Tage nach unserem Event hat Christine noch eine Story gepostet. Jetzt redet nur noch OnlyFans. Ein Körper ist attraktiv, wenn die Person dahinter attraktiv ist. Verstehst du? Mit dem, was ich gerade gesehen habe, würde ich nicht mal OnlyFans fühlen. Postet, wo sie genau diese Aufnahmen, die sie jetzt bemängelt, noch wahnsinnig cool fand. Aber ich feiere das, Mann. Hier mal ein Prank, da mal ein Prank. Das ist der erste Prank in meinem Leben, Leute. Ich muss wirklich nur daran denken, wenn wir da in einem Kinosaal saßen. Diese Rotlichtkameras, ich habe euch gesehen. Hä? Diese Szenen, wenn die ausgestrahlt werden, legendär, Leute. Gerade unter dem 4. Teil habe ich hin und wieder mal die Kritik gelesen. Ich glaube, dass das bei der auch nicht ankommt, aber ein Versuch war es wert. Dass ich diese Aufnahme ja gar nicht veröffentlichen dürfte, denn es wären doch private Gespräche in einem geschlossenen Raum. Und ich bin mir ganz sicher, so wie ich Marvin kenne und sein Team dahinter, dass in dem Vertrag drin stand, dass solche Sachen... Der ist ja nicht doof, der Junge. Und deswegen habe ich mal meinen Anwalt gefragt, natürlich schon vor der Veröffentlichung der Videos, und der sagt Folgendes. Der Kinosaal ist meiner Ansicht nach kein Ort, an dem sich die Anwesenden unbeobachtet fühlen dürften. Es hätte jederzeit jemand hereinkommen oder die Gespräche vom Flur aus mitbekommen können. Hinzu kommt, dass an den Aufnahmen durchaus ein Berichterstattungsinteresse besteht. Meiner Ansicht nach war in dem Kinosaal weder der höchstpersönliche Lebensbereich betroffen, noch war es ein nicht öffentlicher Raum. Man muss das Ganze jetzt aber auch einordnen, denn vor Gericht treffen sich immer 2 Parteien mit jeweils einem Anwalt. Und in der Regel gewinnt eine Partei und eine Partei verliert. Das heißt, diese ganzen Paragraphen und Gesetze sind halt Auslegungssache. Was Marvin damit sagen möchte, und diesen Vergleich fühle ich, er hat kein Problem damit, vor Gericht zu gehen und anwaltlich die Anwälte sich austauschen zu lassen. Denn sowohl die eine Partei als auch die andere Partei muss dafür erstmal bezahlen bzw. hat am Ende zu bezahlen. Und ein Marvin, der in 4 Videos davon gemacht hat mit 4 Produktplatzierungen, ist bereit,
10.000 Euro dafür zu bezahlen, bis es am Ende eine Einigung gibt. Ob die andere Gegenseite bereit ist, 10.000 Euro anwaltlich zu bezahlen, um am Ende eine Einigung oder einen Beschluss, whatever, zu bekommen? Mein Anwalt interpretiert das jetzt so, Christine's vielleicht ein bisschen anders. Und Herr Solmecke interpretiert das vielleicht nochmal ganz anders. Denn rechtlich wird es eher als harmloser Streich durchgehen. Aber weil er seine Nummer mit dem Doktortitel schon wesentlich härter hat, hat er ja auch gesehen. Hat er ja auch einige Tagessätze für bekommen. Ein weiterer wichtiger Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe, die Aufnahmen zu veröffentlichen, ist, dass Christine sich dort massiv im Ton vergreift. Sie verwendet homophobe Beleidigungen und es sei mal dahingestellt, wen sie damit jetzt meint. Aber eins ist klar, sowas gehört sich nicht. Doch das ist nicht das einzig Fragwürdige an Christine. Denn sie hat nach dem Event fast wöchentlich eine Story dazu gepostet und auch jedes Mal was anderes behauptet. Nein, ich habe tatsächlich nicht dafür Werbung gemacht, weil es mir schon sehr komisch vorkam. Und spätestens, wo ich mir den Film angeschaut habe, dachte ich mir so, hier ist irgendwas nicht richtig. Wait a minute. Und ich kann es euch wirklich einfach nur empfehlen, sobald dieser Film draußen ist, 2023, stürmt die Kinosäle. Ist das unangenehm? Und zieht euch diesen geilen Film rein. Meine Frage ist, hat sie diese Story gemacht, nachdem sie den Film geguckt hat? Oder hat sie die Story gemacht, bevor sie den Film geguckt hat? Das wäre nochmal interessant. Macht keinen Unterschied, beide Schmutz. Bin ich bei dir? Beide Schmutz, aber es macht schon einen Unterschied, ja? Kommen wir zur zweiten Verschwörungstheorie von Christine Aluhut Okpara. Denn sie behauptet allen Ernstes, dass es ja sehr, sehr komisch wäre, dass vor Ort nur Frauen eingeladen worden wären und nur ein Mann. Aber man muss dazu sagen, dass das alles nur dem geschuldet ist, dass ihr alle bei ein und demselben Management seid, bis auf Aline Bachmann. Und euer Management hat euch halt vorgeschlagen und ich habe halt gesagt, ja, schickt die fünf vorbei. Also das ist ja nicht mal meine Schuld, dass dort nur ein Mann eingeladen wurde. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Christine behauptet, dass es vor Ort verpflichtend gewesen wäre, Alkohol zu trinken, damit es für sie leichter ist, die Story zu machen und somit auf unseren Test reinzufallen. Ja, das ist somit der dämlichste Punkt. Wenn es verpflichtend vor, also die, niemand kann dich dazu zwingen, Alkohol zu trinken. Du hast einen Mund zum Reden und wir haben gemerkt, da kommt da viel Quatsch raus. Aber das auf den Alkohol zu schieben, das ist so, als wenn du irgendwie betrunken Auto fährst und gegen Baum fährst, ja, ich habe getrunken, tut mir leid, kommt nicht vor, der Alkohol war schuld. Oder wenn du fremd gehst, ja, ich bin nur fremdgegangen, weil ich Alkohol getrunken habe. Ja, halt die F***e. Du bist ein erwachsener Mann, schiebst dich auf den Alkohol. Das ist auf Alkohol zu schieben, machen nur Kinder. Kinder mit Zahnspangen. Nehmt euch gerne Sekt for free. Also man wurde schon verleitet, Alkohol zu trinken. Stopp mal, Alkohol? Wenn man eigentlich zu arbeiten hat, man soll werben für etwas Vernünftigen, aber wird schon direkt verleitet, Alkohol zu trinken. Und ja, das ist so super dämlich. Es ist maximal dämlich. Es ist die Dämlichkeit. Ach ja, nimm mal. Man kann ja direkt viel besser arbeiten, wenn man Alkohol getrunken hat. Und das ist ja total seriös. Also das ist so maximal Three-Head, Diggi. Und jetzt könnte ich natürlich aufzählen, was man vor Ort noch alles trinken konnte. Von Cola bis Brause, Kaffee, Red Bull. Aber vielleicht überlasse ich diese Beurteilung einfach Christines freiwilliger Begleitung, die sie ausgewählt hat, um mit ihr ins Kino zu gehen. Und das war Ariel Rippegarter. Haben wir dich gezwungen, Alkohol zu trinken? Nein, ich trinke sehr gerne Alkohol und das mache ich wirklich aus freiwilligen Stücken. An einer zweiten Stelle habe ich Ariel auch gefragt, was an den Mobbing-Vorwürfen dran ist, die Christine und Aline gegen Melody und Xenia erheben und ja auch behaupten, dass wir alle unter einer Decke stecken würden. Du warst ja Christines Begleitung, von daher sehr wichtig, wie du jetzt antwortest, stecken Melody, Calvin und Co. mit uns unter einer Decke? Nein. Aber genug. Ist das ein Mann? Ja, also ich habe sie sogar gesehen in einer Bar in Berlin, beziehungsweise in einem Restaurant, aber die hat nicht gegrüßt, sondern hat nur geguckt. War früher ein Mann und hat sich jetzt umoperieren lassen und spielt da am Ende keine Rolle, Chat. Also bitte hier auch ein bisschen mehr Toleranz, ne? Ist eine wunderschöne Frau und mehr gibt's da nichts zu sagen. Wer was anderes behauptet oder irgendwie beleidigt, wird permanent gebannt. Ganz einfach. Genug von kruden Theorien und Vorwürfen von den Influencern, jetzt kommen wir zu eurem Feedback. Der größte Kritikpunkt war allerdings, warum ich denn Ahole nicht in einem langen Video veröffentliche, sondern in 4 einzelnen Teilen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die 4 einzelnen Teile jeweils zwischen 12 und 17 Minuten lang waren und keine 5 Minuten. Ich persönlich finde auch, dass sich die 4 Teile gut getragen haben und nie langweilig wurden, aber der wichtigste Grund ist natürlich auch, dass das Projekt ein halbes Jahr Vorbereitung gedauert hat und eine Menge Budget gefressen hat und das lässt sich einfach nicht mit einem Werbepartner tragen. Und das war natürlich. Ja, vielleicht meint er da auch
so ein bisschen mich, weil ich da ein bisschen rumgeheult habe. Weiß ich nicht, will mir jetzt nichts einbilden. Ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen genervt hat, war, dass man sich halt geärgert hat, weil man es gerne an einem Stück gesehen hätte. Wollen wir es mal so sagen. Aber ansonsten sei Marvin das komplett gegönnt. Ich mag den, ich habe kein Problem mit ihm. Oh, und ja, ich glaube, wir alle hätten am liebsten halt einfach das Video komplett gesehen. Es war halt dann ein bisschen frustrierend oder traurig, dass man etwas länger warten musste, bis der neue Teil rauskommt, aber ansonsten nur Liebe für ihn. Natürlich auch eine Frage, die ich hin und wieder mal gelesen habe. Wie kann man denn Werbung in Videos machen, in denen man eigentlich Werbung kritisiert? Und da muss man ganz klar sagen, ich kritisiere Werbung nicht im Allgemeinen, sondern Werbung ist erstmal neutral. Es geht eher darum, dass man Werbung für Dinge macht, hinter denen man nicht steht, sich nicht mit auseinandersetzt und im Zweifel einfach das Briefing vorliest und Gewissensbisse hat. Ich für meinen Teil habe mir die Werbepartner für dieses Projekt ausgewählt und stehe hinter jedem einzelnen Produkt, was ich dort beworben habe. Ich möchte euch natürlich auch mal vorlesen, was der ganze Spaß für Ahoy gekostet hat. Und die Liste ist ein bisschen länger. Wir fangen an mit dem Kinosaal im Zoopalast und der Gast. Das war gegenüber von meinem Hotel, das Kino übrigens. Gastronomie für 2200 Euro. Vor Ort wurden auch so komische Sachen wie zum Beispiel schokolierte Himbeeren und Trüffelmandeln gegessen. Ich frage mich bis heute, wer das gegessen hat. Das Taxi für unsere Absolut-Radio-Moderatorin 32 Euro. Der E-Scooter für den Gewinner 400 Euro. 25 Sack Popcorn à 500 Liter. 270 Euro. Wir hatten Securities vor Ort, falls mir jemand aufs Maul hauen will, für 400 Euro. Wir hatten die Komparsen, die die Fotografen und die Journalisten gespielt haben, für 250 Euro. Wir hatten die Fotowand mit A Hole drauf für knapp 400 Euro. Wir hatten einen Gästeliste-Counter, wo die Leute ihre Armbänder bekommen hat, die man im Video übrigens nie gesehen hat, also eigentlich auch voll rausgeschmissene Ausgaben, für 150 Euro. Wir haben die ganze Videoproduktion, wo 5 Menschen einfach mehrere Monate dran gearbeitet haben, sich ein bisschen Technik gemietet haben, für knapp 3500 Euro. Wir hatten die Hostessen, Eventhelfer und die Zuschauer für die Meinungsforschung, also da, wo sich die normalen Leute sich den Film einfach angeschaut haben, um ihre Meinung zu sagen. Die haben wir alle über eine Agentur gebucht, für knapp 2000 Euro. Das Poloch für den Film war auch nicht gerade günstig, das habe ich bei Fiverr geschossen, für 270 Euro. Ich habe noch 12 Logos über Fiverr gebucht für die Fotowand für knapp 60 Euro. Wir hatten die Maske mit dem Bart für 350 Euro. Wir hatten die Hotelzimmer für die ganzen Influencer für 700 Euro. Wir haben das Hotelzimmer für einen Tag Verlängerung von Calvin Klein für 65 Euro. Wir haben ein spontanes Hotelzimmer für Christine Okpara, die einen verspäteten Zug hatte, für nochmal 300 Euro, die auch so nicht eingeplant waren. Social Media Budget für Fake Follower, Fake Likes und Fake Kommentare plus eine Prepaid-Karte für 200 Euro. Wir haben Fotokameras für die Fotografen gemietet für knapp 500 Euro. Das Mittagessen vor Ort knapp 200 Euro. Parken vor Ort 41 Euro für ein Auto. Ich glaube, nirgendwo anders in Berlin ist es so teuer wie am Zoopalast. Wir haben die Reisekosten für die Influencerin, die abgesagt hat, für knapp 1000 Euro. Wir haben die Sprecherin, die die Influencer vorgestellt hat, für 850 Euro. Und natürlich mein Anwalt, der das Ganze nochmal überprüft hat, für 1000 Euro. Und ich weiß, euch interessiert alle am meisten, was die einzelnen Influencer gekostet haben. Doch die Gagen von denen darf ich natürlich nicht verraten, weil ich mich dann strafbar mache. Wenn ich es dürfte, würde ich es aber auch nicht machen, weil ich deren Geschäft natürlich nicht kaputt machen möchte. Wobei, Aline Bachmann verrät jetzt ihren Preis sogar neuerdings selbst. Danke auch für die 3500 Euro, die ich für den ganzen Spaß bekommen habe. Ja, du hast mich ja dafür bezahlt, dass ich da hinkomme. 3500. Sei mir nicht sauer, ne? Aber Digga, also ich weiß nicht, was bodenloser ist. Die Person als solches, die mir völlig scheißegal ist, oder den Filter, den sie benutzt. Digi, was ist denn das für ein Filter? Dass man sich dafür nicht schämt. Merci beaucoup. In Teil 4 habe ich es ja auch schon erwähnt, Aline Bachmann ist die Einzige, die wirklich ihre Gage für dieses Projekt bekommen hat. Denn alle anderen Influencerinnen und Influencer kamen von ein und demselben Management und die haben bislang nie eine Rechnung ausgestellt. Dementsprechend sind mir da ein paar Kosten erspart geblieben. Nichtsdestotrotz hat das ganze Projekt so viel gekostet. Ja, das hat er mit einem Video wieder drin. Also der Aspekt, dass das Projekt sehr viel Geld gekostet hat, fühle ich. Aber er wird mir den 4 Videos natürlich deutlich mehr eingenommen haben. Was aber auch vollkommen okay ist, was ihm vom Herzen gegönnt ist. Wenn euch der kleine Einblick gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt doch mal eure Ideen für zukünftige Projekte in die Kommentare. Vielleicht ist da ja wirklich das eine oder andere Ding bei, was ich in Zukunft umsetzen kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bis dahin. Ciao. Gutes Video. Hat mir gefallen, Digga.